Weißt du, was ist bei dieser Bettflasche dabei? Eine Bedienungsanleitung. Wie blöd müssen wir denn heute dafür sein? 6 Seiten EU-Sicherheitsvorschriften. Wenn einer so blöd ist, dass er nachher mit dem heißen Wasser die Finger verbrennt beim Einfüllen, dann lehrt er etwas und dann das nächste Mal kaltes Wasser bei mir. Also ein dümmerer Brauch, wenn er ein Oktoberfest in der Schweiz baut. Die halbe Altstadt ist voll von diesen besoffenen Schweizer, die sich als Deutsche verkleiden und dümmer tun als jeder Deutsche. Wenn ein Deutscher so blöd wäre, der wird ausgeschafft. Ich sage das. Ja, was auch so ein Seich ist, dass das 6 Leute. Finde, der legt Banker Strumpfhosen an, tritt auf verkleinerte Rösser um das Feuer herum. Dabei hat jeder einen Offroader daheim in der Garage. Die Wirtschaft verlangt Frühenglisch. Die Wirtschaft. Und gesagt, komm doch mal ins Händlerbuch. Da gibt es noch Wirtschaften, die du auf Deutsch kannst bestellen kannst. Das Basel wäre ich auch für das Frühenglisch, wenn du jetzt. Jetzt stellst du dir vor, du zügelst vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen auf das Basel runter. Der mit deiner Familie und so, gell? Der kommt der Älteste in die erste Klasse, kommt mit dem huren Baseldeutsch ein. Dann bist du froh, wenn er früher Englisch lernt. Ja, das ist so ein Eierwärmer. Josi gesagt, kann man im Kopf kaufen. Da war keine Bedienungsanleitung dabei. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt das Ding hätte anlegen sollen. Wieso das Lehrplan 21 heißt und noch 20 Kapitel hat. Die Schülerinnen und Schüler haben die Kompetenz, flexibel zu zählen. Das ist eine Aufgabe für Drittklässler. Lehnerli bringt jeden Monat 12 Franken auf die Bank. Wie viel ist das Ende Jahr inklusive Zinsen? Ein Drittklässler ist 9 und seit 10 Jahren gibt es keine Zinsen mehr. Ein Bus hat 50 Sitzplätze, 28 sind bereits belegt. Da holst du doch kein Kind mehr hinter dem Ofen für so etwas zu rechnen. Heute musst du doch Praxisbeispiel nehmen. Vor Libyen liegt ein Flüchtlingsboot mit 50 Sitzplätzen. 84 sind schon belegt. Wie viel Platz ist noch in Europa? Das Schweizer Radio hat berichtet, pro Kopf der Bevölkerung sei der WC-Papierverbrauch in der Schweiz bei 21 Kilo. Pro Kopf! Ich wische mit dem Papier ganz etwas anderes ab. Ich sage es. Grundarbeitsfähigkeiten sind gegeben. Eigenverantwortlich, lernbereit, kooperationsfähig, gute Umgangsformen. Jetzt schaust du unsere National- und Ständeräte an, wer dort eigenverantwortlich, lernbereit, kooperationsfähig und gute Umgangsformen hat. Dann musst du dich nicht fragen, wieso sitzen die dort oben. Die würden nicht mehr finden, sonst. Wer haben wir als letzte gewählt? Der Ignazio Cassis, so ein Tessiner. Darum heisst sie auch Cassis, das ist italienisch. Wenn es ein Deutsch-Schweizer wäre, würde ein schwarzes Johannisbeere haben. Die Fräulein, weißt du, so haben sie da ihre Flachbildschirm. Da haben sie ihre Tasche. Sag, was haben die in dieser Handtasche drin, in dieser riesen Tasche? Sag ich, Vermutung, entweder eine Bettflaschenbedienungsanleitung oder für einen Freund einen Eierwärmer. Früher war man ja da, weil man 10 Minuten keine Hirnaktivität hatte. Im November haben sie das geändert, jetzt länger 5 Minuten. Wenn es früher 10 waren und heute 5, dann frage ich mich, ist man früher tot? Und stell dir mal Konsequenzen vor, wenn jeder für tot erklärt wird, der 5 Minuten keine Hirnaktivität hat. Liebe Anwenderin, lieber Anwender, vor der ersten Anwendung öffnen Sie die Tube. Bern oben ein Gesetz gemacht, dass Kinder unter 6 nur noch in Begleitung von der Eltern auf die Hauptstrasse dürfen, mit dem Veloli. Weil es gefährlich ist, statistisch gesehen gibt es mehr Unfälle mit Rentnern auf Elektrovelo oder mit Kindern unter 6 auf der Hauptstrasse. Die hätten gesehen, ein Gesetz gemacht, dass Rentner nur noch auf die Hauptstrasse dürfen in Begleitung von der Eltern. Bist du so in einem Möbelhaus hin und dahinter hat es so ein WC gehabt, weißt du, so mit so einem Hygiene-Plastik. So.
hockst du nur einmal zu früh ab. So eine. Die Krankenkasse zahlen an die Fitnesszentren, weil das gesund sei. Mein Hausarzt hat gesagt, spinnst du, Feri? Fach nicht noch irgend so etwas an. Alltag ein Glas Roten im Rössli, das ist gut. Habe ich meiner Krankenkasse geschrieben, ob ich jetzt abrechnen muss über Rechnung oder ob das Rössli die Rechnung. Ja. Deutsch. Ein Fünfklässler ist in der Lage, einen einfachen Text zu lesen, zu verstehen und mit eigenen Worten klar und deutlich wiederzugeben. Der Schneider Ammann könnte nicht mehr ins Gymi. unser Gesundheitsminister, der Herr Berset, weißt du welcher? Der Friburger Louis de Fünne. Zum Roman, Kriegsprämie. Gerade die Differenzler Jassen. Die Jassen sind genau wie Krankenkassenprämie. 39 hat er angesagt, 64 sind es geworden. Schottland hat einer die Stangen aufgehabt in einem Gewitter. Jetzt weiss er auch, dass Leute. 3 Sekunden hat er es noch gewusst, dass ich so Wissen, das er nicht mehr nützt. Ja. Der Heige, es ist eins, was in das Hotelzimmer geräumt haben, noch eine Bettflaschenbedienungsanlage. Weißt du, früher haben wir alle gesagt, die Dummen sterben nicht aus. Dank dieser Stange können wir jetzt aber Hoffnung haben.